Könnt ihr etwas von diesem purpurnen Kraut erzählen? Solche Dinge solltet ihr nicht anschauen. Daniel, sie hält dich für verrückt. Was das ist? Unglaublich. Seid ihr noch bei Sinnen? Wir bringen einfach irgendeinen Müll, den wir draußen finden, und zeigen da dir. Vielleicht habt ihr es nicht erkannt. Ja, das ist ein Hufeisen von meinem Pferd. Die meisten ziehen nicht in Erwägung wie jemand wie ich. Oh nein, pass auf, Daniel, ein giftiger so Fels. Nicht. Nur. Bevor es zu spät ist. Es ist einfacher, es als Strafe für irgendein ausgedachtes Problem. Mein Jacken, Schwamm will Breakdance machen. Irgendeinen anderen solchen Unsinn. Mein Jott, ein Schwang der Breakdance macht. Und ich selbst in Sicherheit zu wiegen. Ja, Daniel, hast du das Bild gesehen, das ich geschickt habe von hier, der Gorosei? Das ist einem selbst. Achso, ja, ja, ja. Von dem Dings hier, wie der aussieht oder was? Ja, genau. Einen kleinen roten Zweig davon entfernt. Will ich mir nochmal angucken. Schaden zu erleiden. Haltet das im Hinterkopf. Ihr werdet immer barmherzig sein. Naja, so ein Stierspinne soll das sein, irgendwie. Ja, keine Ahnung. Könnte auch Skorpionen sein, die Beine, weiß ich nicht. Die Fähigkeiten sind sehr interessant von dem. Irgendwie ist der aufgetaucht auf einmal aus einem magischen Zirkel, der auf dem Boden aufgetaucht ist. Okay. Dann hat er die Köpfe von anderen Marinesoldaten studieren lassen. Okay. Ja, weil Leute von... Erst wenn du den Rang von Vizeadmiral hast, darfst du überhaupt einen Gorosei überhaupt sehen. Die, die den Rang nicht haben, dürfen die nicht mal ansehen. Okay. Und dann hat er irgendwelche unsichtbaren Kräfte benutzt, um die auf den Boden drücken zu lassen. Von Ruffy. Und der hat auch extreme Selbstheilungskräfte, irgendwie seine Wunden heilen sofort. Oh, wir sind voll OP. Im Prinzip schon, ja. Wer kämpft gerade aktiv gegen den oder was? Ja, wir sind im Moment in der Rückblende praktisch gerade. Ein bisschen die Backstory von Kuma. Hm. Warte mal hier. So. Ich dachte, ich kriege hier wieder ein Upgrade. Nein. Ja, aber das letzte Kapitel war das, wo, was ich gesehen habe, war wahrscheinlich schon wieder eine lange Zeit her, wo man herausgefunden hat, wer hier alles am manipuliert hat, wer ja der Verräter war. Einer von denen. Oh, wie ist der Kollege nochmal? Der Intelligente hier. Vegapunk. Ja, so viel hast du bis jetzt noch nicht verpasst. Der Kampf zwischen Ruffy und Kizaru. Boah. Das war klar, das war jetzt kein Battle bis zum Tod oder so. Also. Genau, der ist ja da auf dem Weg gewesen, genau. Ja. Da stellt sich die Frage, sind die Admiräle so stark wie die Yonko? Naja, die sind halt so... sind ja einen von den drei Übermächten da. Ja, ja, das ist die Frage. Ich weiß nicht, ob die Yonko Level sind. Nein. Ich würde jetzt mal annehmen, nicht, weil wegen hier wegen dem Krieg hier. Ja, sie, aber das war White hier. Der war ja der stärkste Mann der Welt. Ja, ja. Der im Anime hat jetzt Ryoku, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, der Green Bull. Das hat schon wieder eine kleine Tragödie, weil der hat einen neuen Synchro-Sprecher schon wieder, weil der alte der tot ist. Nein. Ich meine, der ist nur einmal vorher im Anime aufgetaucht. Der ist jetzt nicht
an seine Stimme gewöhnt. Also. Ja. Aber dann ist schon wieder einer, der ins Gas mir Produktion, ne? Also. Ja. Okay, aber doch. Ist ein echt beschissener Job, ey. Okay, was auch immer. Mangaka, Anime, alles bringt einen um, ey. Ja. Also was auch immer wir ja machen müssen, ich habe das schon erledigt anscheinend. Ich muss zur Timmy zurückgehen. Ich weiß nicht mal, wie die Quest ist. Ich habe wahrscheinlich wieder irgendeine falsche Quest an. Nee. Der Schutz des Sumpfes habe ich an gerade. Ich habe nekrotische Forschung an. Cool. Ja, da steht Kehr zur Timmy zurück. Okay. Aber jetzt die Hauptstory ist ja relativ nah. Also gucken wir mal da. Weg des Echos. Echos. Das ist mein neutraler Name. Der endlose Verfall. Irgendwie der eine, der ist ja eine neue Gruppe. Gott, Ritter, die Ritter Gottes. Das ist irgendwie eine Militär, eine Kampfeinheit der. Und irgendwie der Anführer von denen, die Leute sagen, dass das der Vater von Shanks ist. Okay. Das wird sogar jetzt verstärkt, weil durch die Rückblende sieht man, wie der Typ L aussah, als er jünger war, und der sieht viel schlecht. Jedenfalls vom Gesicht her, nicht von den Haaren. Hey, wir sind da. Hat er vielleicht nach ihr gesucht? Wir sind hier, Palim Palim. Hat er euch je gesagt, was er vorhat? Nein. Zu diesem Zeitpunkt war er nicht mehr mein Schüler. Was ist passiert? Ja, Gefühl, die beiden tun immer voll ihr eigenes Abenteuer erleben und wir sind einfach nur so nebenbei dabei. Ja, wir sind nur ein Teil von ihrem Abenteuer. Das ist nicht unsere Geschichte, das ist ihre Geschichte. Ja, irgendwie schon. Ratmas erzählt uns Zeugs. Er wurde davon besessen. Prophezeiungen sind Rätsel. Nicht einmal die Weisen wissen mit Sicherheit, was sie bedeuten. Das ist mein Meister. Aber Elias glaubte, er könnte es lösen. Ich weiß, was sie bedeuten. Er solle warten, nannte er mich. Ich auch. Namen und sagte, wir müssen tun, was auch immer. Ihr habt versucht, ihn aufzuhalten? Ja, ich habe es versucht. Und versagt. Diesmal wird es anders ablaufen. Finden wir diesen verdammten Sack. Wir werden ihn ganz doll hauen, bis er nicht mehr sich wiederbelegen kann. Warum müssen wir den überhaupt töten? Können wir den einfach fesseln und dann ins Meer werfen? Ja, ne? Ich meine, wenn man den tötet, wieder aufersteht, dann fessel den, wirf den ins Meer. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Ja, ich weiß. Ist egal, ob der dann wieder aufsteht, dann stirbt er sofort wieder. Weil er dann dauerhaft unter Wasser ist. Du kannst es auch extremer machen und den einfach in den Vulkan werfen. Oh, wie viel Ungeziefer, ey. Meine Fresse. Die fressen mein Skelett noch das Fleisch von den Knochen. Was? Ja, Fideli Dai. Was los hier? Könnte etwas ausmachen? Da ist etwas. Ich sehe Wasser. Ich sehe es auch. Wir müssen die Wracks durchqueren, um dorthin zu. Noch mehr Schiffe. Gehen wir übers Meer. Ich glaube, Eli, er wird jetzt das Meer teilen wie Moses. Ja. In dem Beyblade. Was? Ist das nicht
Laut der Lore von Beyblade hat Moses mit einem Beyblade die Seele gespalten. Ja, der hat das nicht gemacht, ja. Das ist wieder ein bisschen, weiß ich nicht, das ist bescheuert. Als wäre Beyblade irgendwie schon antik, ey, weil er ist ja bescheuert. Ja, ja. Der Anime läuft immer noch, aber es spielt doch kein Schwein mehr. Ey. Nee. Ich hab das für PlayStation 1, das war witzig, das Spiel. Ja, so ein Kollege von mir, so ein Spiel davon. Und nun, ach so. Schleicher. Über die Planke mit euch. Aho, wie geht's deiner Schwester? Der Scheiß mit dir. Warum sind hier Brandschatter? Soll der Scheiß? Ich glaube, ich kann die Tür von der anderen Seite aus öffnen. In Ordnung. Wir müssen auf die andere Seite kommen. Ey, was soll das? Jetzt hören wir gleich nur so einen Todesschrei von der. Oh nein, sie kommen aus dem Wasser. Und jetzt aus der Luft. Ich hatte recht, Daniel, sie hat geschrien. Ach, was. Ich bin noch nicht bereit. Oh, das. Platsch. Verdammt, was habe ich mir nur gedacht? Oh nein. Jetzt müssen wir die Mission abbrechen und jetzt müssen wir erstmal einen Trank finden, der die heilen kann. Das ist ja nicht gut. Elende Ertrunkene. Mein Arm! Ihr wurdet infiziert. Echt? Es brennt, das ist nicht gut. Wenn sie etwas brennen verspüren, wenn sie urinieren, gehen sie zu ihrem Ertrunkenen. Oh nein. Seid ihr sicher? Ich bin sicher, dass sie stirbt. Haltet sie fest. Er muss ab. Oh, ab. Jetzt kommt der Arm ab. Uns bleibt keine Wahl. Jetzt haltet sie fest. Ist der das jetzt in die Beine? Oh Gott, ich hatte recht. Hm. Oh, warte, das war der falsche Arm. Ruht jetzt. Ihr werdet so. Du hast sie getötet, Lore. Ich will euch nicht im Stich lassen. Hm? Geht weiter zum Sarg. Ich kümmere mich um sie. Ja, er sitzt da nur so. Können wir jetzt weiter? Sagt, als wäre sie jetzt arm dran. Oh Gott. Kann direkt hin aus dem Boden, ey. Der war nicht gut. Irgendwie fühle ich mich gar nicht involviert in diese Story, ja? Ja, wir sind voll die Nebencharaktere in dieser Story, habe ich so gefühlt. Naja, ne, also. Was soll ich dazu sagen, ne? Wer bist du denn? Oh, der blutdürstige Quartiermeister, was scheiße. Ich muss warten. Oh, hat sich das Quartiermeister. Ein großer Malmer. Wow. Wieso kann der mit uns reden? Ich dachte, der kann diesen Ort hier nicht sehen. Unsere Sichtfeld, die Grenze unseres Wissens.
Ich muss warten. Fuck. Oh. Dann doch schnell dann. Ihr seht den Weg, oder? Ja. Im Inneren befindet sich das Ding, das ihr liebt. Jetzt hast du den unterbrochen da. Ups. Aber mir ist gerade aufgeploppt so. Will er nicht rein? Nein! Oh Mann. Und oben? Der Tut, die passt da gar nicht rein, bestimmt. Ey, was soll das? Unten im Meer ist es viel nasser und auch noch krasser. Unten im Meer. Da kommt jetzt auch noch eine Schlange. Nein. Ich zahle nicht. Meine Skelette können nicht schwimmen. Ihr Charakter ist tot, Sie müssen einen neuen erstellen. Oh. Ja, wir benutzen Sarg als U-Boot, hervorragend. Geil. Oh, scheiße. Okay, wenn man den Sarg anklickt, geht man wieder zurück, alles klar. Nein. Der steigt ja einfach wieder auf. Was ist denn das für ein Schmerz denn? Wer ist das denn? Ah, ein Echo von Elias. Mal so. Ratma, ich bin zu eurem Tempel gekommen. Ich weiß, dass ich dort die Antworten finde, die ich suche. Ja, fröhlich aus dem Gesicht. Und dem Tief. Und dem Viech da oben. Haha! Willkommen in meinen Tempel! Was? Sieht so fröhlich aus. Der Kopf von dem Viech. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Alfred von Iodokus Quack Daniel. Ja, ja, die Serie über diese Ente, ne? Ja, kennst du den? Da gibt's auch Hitler. Ja, ja, ich weiß, so eine Krähe, ne? Ja, die heißt von Kra. Ja, ja. Die Serie war krass, ey. Hab ich gar nicht gehört, die. Das Lied gibt es jetzt vom Jahr oder so, habe ich davon gehört, das erste Mal. Ja, für eine Kinderserie war die ziemlich deep, ey. Ja, ja. Die war ein bisschen savage, ich meine Hitler-Karikatur, Halleluja, ey. Ja. Dann hat man das letzte Mal so was in deutschen Fernsehen gesehen, ey. Kam so aus Deutschland, glaube ich, die Serie. Das weiß ich nicht. Ja, irgendwie gab es mal so eine Zeit, dass irgendwie Animes in Deutschland irgendwie, da gab es ein deutsches Studio, die haben auch Heidi, glaube ich, gemacht. Ja, Heidi kenne ich. Jolle, Heidi, jolle, Heidi. Ja, die haben Opa, der Alm erzählt. Und Clara, die ist ein Krüppel. Und dann ist der Peter, der hat einen Hut. Ja, guckst du da nicht, ich komm schon. Ich werde halt schnell einsam, okay? Ich hab nicht 20 Skelette um mich, die mir Gesellschaft leisten. Bereit war, sich gegen den ewigen Konflikt, gegen die großen Übel zu stellen,
war Lilith. Der Tag, an dem ich mit diesem selbstgerechten Mistkerl fertig bin, wird ein guter Tag. Was? Charakter? Ja, irgendwie schon. Der Tag, an dem ich mit diesem selbstgerechten Mistkerl fertig bin, wird ein guter Tag. Alter. Klang ein bisschen persönlich. Ja, ich meine, Daniel, wie viele Leute haben wir umgebracht? Ich muss bleiben, das verletzt unseren Stolz. Ich muss irgendwie da durch. Ich will einfach schwimmen. Warte, ich hole ihn. Ich mache einfach hier die Säule kaputt. Ja, Daniel geht einfach wieder zurück. I'm bored of you, Bird! Ja, ich hab einen Weg gemacht, Daniel. Ja, wir müssen irgendwo anders lang. Nein, ich hab die Säule umgekickt. Ja, gut gemacht. Was ist denn das? Okay. Echt, da können wir nicht rüberlaufen, Eber. Deswegen sind wir noch mal hier. Ich weiß es nämlich nicht. Oh, kann ich mal wieder ein paar legendäre Sachen finden. Kann ich unbedingt alles legendär haben. So toll ist das auch nicht, ja. Keine Ahnung. Nein, ich wollte das weiße Schwert nicht aufnehmen. Ein weißes Schwert ist auch gut, Daniel. Ja, was geht? Wenn die Mutter von Sanctuario die Welt erneut betritt, wird sie sich verändern. Aber am Ende werden wir bestehen. Wir werden überleben. Ratmar schreibt, Inarius habe Lilith weggesperrt, als er von ihrem Plan erfuhr, die sogenannte natürliche Ordnung zu stürzen. Tausende Jahre lang hat Lilith versucht, uns über diesen Kreislauf zu erheben. Hat für unser Geburtsrecht gekämpft. Sanctuario. Ist einfach doch falsch verstanden. Ja. Wir sind eigentlich die Bösewicht. Wollte gerade sagen, wir sind die Bösen. Wir sehen auch so aus. Ich meine, du bist ein potenzieller Mörder und ich bin ein heiliger Abschaum. Weißt du nicht, was bei dir potenziell ist? Du hast so viele Leute umgebracht. Okay. Was war denn das für ein Hardcore-Gegner? Komm mal her, ich sammle euch alle. Jetzt schubse ich euch alle. Nur mit Geld. Da ist ein Breitschwert drin. Ein legendäres Breitschwert. Ey, yo. Lilith, die Mutter von Sanctuario. Sie formte uns, stark zu sein, und wurde weggesperrt, um uns zu
die Tochter des Hasses. Ich kann nicht sagen, dass es etwas Gutes in ihr gibt. Moral ist das Privileg von Menschen in besseren Lagen. Die Frage nach Gut und Böse ist für uns erledigt. Was wird sie uns antun, wenn ich sie beschwöre? Aber die Frage bleibt bestehen. Was wird sie uns antun, falls ich sie beschwöre? Wenn ich sie beschwöre? Warum? Ich muss mich auf alles vorbereiten. Hier bewahrte Ratma den Schlüssel zur Unsterblichkeit auf. Sobald ich ihn beherrsche, werde ich die Mutter nach Hause holen. Das Geheimnis für Elias Unsterblichkeit muss tiefer liegen. Oh Gott. Oh. Ah, weiße Gegenstände. Huh. Na, die haben bestimmt die Drop-Rate von legendären Gegenständen verringert. Also nicht, ich tue sehr wenige finden. Irgendwie. Wie langsam die Skelette auf einen zukommen. Aha, den machen wir fertig. Daneben. Wow. Ja, nicht mal versucht zu treffen. Verderbte Mark, verderbtes Mark. Nächstes Jahr. Cool. Hup. Ich werde ja Elias hier der finale Boss des Spiels. Ja. Viel Spaß, der ist unsterblich. Das ist Elias Finger. Er hat hier ein Stück von sich versteckt, um unsterblich zu bleiben. Ich den Finger nicht essen, Daniel. Okay. Ich hab doch gesagt, du darfst ihn nicht essen. Ich werde hier nicht sterben. Er sah aus wie ein Hotdog. Boah. Sie sind tot. Quest abgeschlossen. Also lässt einfach irgendwie einen Finger von sich unbeaufsichtigt irgendwo liegen? Ja, wir sind hier unter Wasser, Daniel. In irgendeiner Unterwasser. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand hinkommt. Niemand ist so schwachsinnig, in den Sarg irgendwie da unterzutauchen? Ja, irgendwie nicht. Ja, wir das wollte ich mich auch gerade fragen. Wir sind... Ein Baum hat uns zugeflüstert, dass wir das machen mussten. Also, okay, wir gehen mal zu. Wo ist denn die Hauptquest? Oh, hier steht jemand. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich rede gerade mit dem, du Klon. Ich komme mich gerade weg teleportieren. Oh Gott, du Loser. Was ist geschehen? Selbst er fragt so: Alter, war ja gerade in den Sarg drin? Ich begann zu sinken und ich dachte, ich wäre ertrunken. Geiler Ratschlag, verbrennt es. Also war der Sarg ein Tor. Was ist mit Elias Unsterblichkeit? Aber der Finger ist doch da unter Wasser, oder haben wir den jetzt mitgenommen? Verbrennt es. Ich habe den Finger rechtzeitig runtergeschluckt, bevor wir ertrunken sind. Verbrennt Elias Finger.
Gut. Dann lasst uns das ein für alle Mal. Feuer geschmissen. Ja. Lasst mich beenden, was ich begonnen habe. Niemand wird mehr aufgrund meiner Entscheidungen verletzt. Ich hasse doch keine rohen Finger. Was hältst du mich eigentlich? Ist noch? Five Nights at Freddy's. Kam Film raus, ne? Ja, oh Gott. Dreh, ja. Es war kein Traum. Habe ich mal jetzt Spiele gespielt. Er ist tatsächlich fort. Wie steht das durch? Ihr werdet mich verlassen, nicht wahr? Ihr werdet einen Ort finden, an dem man sich... Ihr werdet jemanden finden, der mehr als einen Arm hat, oder? Zurückgelassen werden? Nein! Ich will nur niemandem zur Last fallen. Sind schon eine Last, halt's Maul. Dann werden wir euch nicht... Ich will sie verlassen. Das kam mir... Mir schon. Es bleibt keine Zeit mehr zum Ausruhen. Ihr solltet nach Donen sehen. Am Arm ist sie so langsam, wenn wir laufen. Ja. Oh, jetzt aber er fertig, ne? Ja. So, na, müssen wir irgendwo da ein. Ich guck mal, ob irgendwelche Quests haben, die wir abgeben können. Blut und Schweiß bringt Toya die Puppe. Da ist ein bisschen, oh, ja. Ist ein bisschen entfernt, aber okay. Wo jetzt noch ein Gebiet, aber noch nicht aufgedeckt haben. Ja, aus dem Weg. Ah, wie komme ich denn hier raus? Was? Na ja. Bin mit deinem Pferd wieder falsch abgebogen. Darum ist noch der Quest, sehe ich gerade. Nein. Hab mir gar nicht auf der Karte angezeigt. Was ist das denn? Oh. Ich dachte, da wäre irgendwie eine Truhe oder so. Nein, was ist das? Seid ihr so ein Keller? Ja, komm. Mal schon mal hier sehen. Wenn da so ein Keller ist. Boah. Bonk. Ich glaube, ich schon lange meine Ultimate nicht mehr eingesetzt. Heute noch gar nicht, ey. Welt ist erscheint gleich auf der Trockenstäbe. Ah, so ein Punkt. So. Oh, legendäres Schwert. Hoffentlich ist das gut. Ja, ist es. Jeder Wu-Punkt, den er bei Maximum hat, bei nächsten Kämpfigkeit dann bis maximal 15. Nur Baba. Das klingt doch nicht schlecht. Dann anderes auch da. Wie kann ich denn das machen, dass ich hier eine bestimmte Waffe hier nur? Ja. Zum Beispiel nicht deine. Das ist so ein Barbaren-Ding. Ja. Muss ich erstmal hier ne? Nein. Nein. Ablegen. I'm proud of you, but... Ja, lass ich mal die drei dann, ja. Ich möchte den hier. Die 503. Oder möchte ich den hier? Jawohl. Okay. Noch mal hier oben.
muss warten. Ja, die werfen Zeugs auf mich. Wo ist dieser nutzlose Sack Fleisch? Ich habe keine Zeit für sowas. Hier, hierher. Ich brauche euch. Zurke. Wen sucht ihr? Shamil, ein hinterhältiger Köter. Hat sich davon gemacht und hat noch Schulden bei mir. 4 Leichen hat man mir versprochen. Er ist schüchtern. Hat er geglaubt, es fällt mir nicht auf? Der Hund ist weggelaufen, hat Schulden. Ich habe zu viel zu tun. Ja, würde ich sagen, suchen wir nach einem Hund. Der Baum hat viele Wünsche. Findet diesen Shamil. Du redest auch mit Bäumen? Bevor Wajin Hani daran erinnert wird, was es bedeutet, eine Hexe zu verärgern. Er sollte auf dem Friedhof sein. Beginnt dort. Okay. Schon wieder hier. Oh Gott. Geh mal aus dem Weg. Scheiße, welcher Knopf. Ich war da auf dem Friedhof. Boah. Wo geht's denn rüber? Muss da runterklettern. Da. So in dem Beilteil drin. Da ist nichts mehr zu machen. Ich habe eine Leiche gefunden. Oh. Hier ist ein Ereignis aufgetaucht. Willst du mich auf den... Was geht hier vor? Ja, so eine Leiche untersuchen. Hier irgendwo. Da ist nichts mehr zu machen. Ja. Und da ist da irgendwie hat Ereignis gestartet. Schon mal hier sind. Ich bin noch nicht bereit. Genau, wenn hier noch. Oh, aber wir haben 50 Sekunden, um den zu erledigen. Eine Meisterschaft, oder was auch immer. Ja, da kriegst du bessere Belohnung oder so. Ich habe ihn zu dir gebracht. Ah. Ja. Next legendäres. Abzocke. Ich verklag die. Ach so. Weg. Oh, ist sogar alles schlechter als ich. Na gut, hatte ich jetzt so einen Knüppel ab hier, so einen brennenden. Ja.
Knüppel aus dem Sack. Ich will nur so leuchtende Sachen haben. Schon ein Schwert, das auch so aussieht. Da kann man mich im Dunkeln sehen, ja. Hey, yo, was geht? Das Versprechen wurde gehalten. Legt ihn schnell auf die Liege. Es wurde schon zu viel Zeit verschwendet. Sag mir das gleiche Platz hier. Ja, schon so eine Umrandung ist er. Bonk. Steif, leicht aufgedunsen, hat schon schöne Blasen ausgebildet. Noch keine Brüche. Noch keine drei Tage. Hat irgendwie so Zombies hier bei sich im Garten? Oh. Ja, so kommt da irgendwie was. Was hat ihr mit dieser Leiche vor? Ich habe eine Krankheit herangezüchtet. Tief im Sumpf. Ganz kontrolliert unter meiner Obhut. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Aber der Baum sieht das als Bedrohung. Sie muss geläutert werden. Im Süden wurden drei Leichen mit den möglichen Heilmitteln präpariert. Ich werde mich um unseren Freund hier kümmern. Bringt mir eine Probe. Kannst du das nicht hier irgendwo anders aufbewahren? Hier, guck mal, dass man die Pferde da drin in der Hütte rufen kann. Ah. Nur so einfach. Fleischprobe entnehmen. Was? Unverderbtes Fleisch. Okay. War schon. Ich dachte, wir müssen drei Leichen untersuchen. Ja, weiß ich nicht. Haben wir die richtige gefunden mit dem Heimel? Ich weiß jetzt gerade hier überhaupt nicht. Also ich muss bis zu ihm wieder zurückgehen. Ich muss hier immer noch suchen. Was? Ich habe hier noch zwei zur Auswahl. Okay. Ich habe die eine nur untersucht, dann habe ich da irgendjemand aufgehoben. Ich konnte ihn zum Beispiel nicht untersuchen. Ja, bei mir hat Blaus hinterlassen und dann. Ja. Ja, da ist er schon wieder. Ja, der hat für mich irgendwie nicht gezählt, als du das gemacht hast. Nee. Ah, hat er was Blaues hinterlassen? Ja. Bei mir auch vorhin. Oder habe ich eingesammelt, dann. Hat er gesagt, oh, geht zurück. Hey, yo, Zocke. My Bro, was geht? Hier ist die Probe, die ihr wolltet. Gut. Von welcher Leiche stammt sie? Er hat Zombies in seinem Garten. Ich doch nicht. Ich habe nicht darauf geachtet, wo ich sie entnommen habe. Oh, gib mal her. Diese Leiche wurde mit Schlangendorn und Blutpilz behandelt. Kann ich auch ein bisschen haben. Der frisst man nicht was anderes gewählt. Ich habe das von der Statue. Jetzt frisst er das Fleisch. Ja, bei mir auch. So. Habt ihr alles Nötige, um diese Krankheit zu heilen? Fast. Eine wichtige Zutat fehlt noch. Der Blutpilz. Richtig schwer zu züchten, weil er einen lebenden Wirt braucht. Ich
habe eine Handvoll auf eine Kreatur vor den Reservoir-Ruinen verpflanzt. Sobald ihr sie gesammelt habt, reist in den Süden. Sucht nach dem Leichenhaufen. Ich werde euch dort, der Quelle der Krankheit, treffen. Okay. Was ein anderes Hobby, Kollege. So, war schon wieder zweit entfernt. So. Wo ist denn die Hauptstory? Da. Ich guck gerade. Gibt es noch was in der Nähe, was wir abgeben können oder so? Ich glaube nicht. Doch hier, glaube ich. Ah, was soll's? Was war's? Nein, Daniel ist weg. Posen. Oh, ich habe was zum ein. Oh geil, ich habe was zum Einfordern, Daniel. Ein Fertigkeitspunkt. Wenn ihr es allein könntet, wäre es bereits getan. Wieso hast du denn schon wieder 5 Punkte mehr als ich? Ich habe einen Fertigkeitspunkt, blöd. Ich bin auf 5 Punkte entfernt. Da kann ich dir doch nicht helfen, Daniel. Ich habe halt mehr Ansehen als du. Das bedeutet einfach, dass ich beliebter bin als du. Oh, komm hin. Wir müssen mit die Story weitergehen. Daniel ist schon wieder genervt. Wieso ist dieser Pisser beliebter als ich? Mit wem muss ich denn hier reden jetzt? Warte, was? Hier unten, ne? Warum ist denn das hier oben gelb? Donald. Ich für meinen Teil bin es. Zumindest bereit, den Seelenstein auszurichten. Und was danach kommt, Lilith zu fangen und sie im Stein zu binden. Wir wissen, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist. Ich muss daran glauben, dass es nun an uns liegt. Wir nehmen einfach den Stein und dann noch mehr ihn kaputt. An Inarius oder sonst jemandem. Dann ab in die schwarze Gruft mit unserem Bros und unseren Sis. Irgendetwas stimmt hier nicht. Echt? Mit diesem Ort stimmt rein gar nichts. Erledigen wir das lieber schnell. Alles klar. Alles klar, Team. Los geht's. Du mit deiner Armee hinter dir, ey. Hi. Oder bei mir. Wir sind jetzt alle hier. Was passiert jetzt? In Ordnung, Lorat. Wir werden die 6 Siegel von Dendas der Reihe nach eingravieren. Darauf folgt das 2. und 4. Umgekehrt. Es ist schön, dass ihr euch auch mal einig seid. Fangen wir an. Kreation. Dann Denise. Das Inferno. Dort. Spürt ihr das? Was ist los, Hexe? Das war so emotionslos. Spürt ihr das? Es ist Elias. Er ist hier. Wir müssen. Lorat, wagt es nicht zu gehen. Wo ist er? Ich hab seinen Finger. Ich werde ihn selbst töten. Na. Donner, was machen wir jetzt? Okay. Schon gerade sprich mit Donner und dann steht da, folgt der anderen. Und dann kommt jetzt ein Rematch mit Elias. Oh, geil. Boah. Und jetzt, da er nicht mehr unsterblich ist, wird er noch viel stärker sein. Der Baum verlangt, dass ihr bezahlt. Und ich ebenso. Ich werde euren Baum abfangen. Und vielleicht sie
Blau in den Schild. Wieder schwer, ich kann mich nicht mehr erinnern. Boah. Ah. Boah, okay. Dann hab ich gehört. Ist schon tot. Wer? Was war denn da? War so ein anderes Viech noch so. Ja, ist dann eingefroren, ich hab dann weggeschubst. Dann war er schon tot. Er verprügelt mich mit dem Blut. Na ja, diese Viecher. Ja, auch schon wieder. Nee, das ist schwach. Weil Elias so stark ist, Daniel. Nein, nein. Nein, aua. Nein, aua. Ah. Was? Wie oft müssen wir das noch tun, bevor wir seinen Finger raus? Ihr werdet mich niemals töten können, seht es ein. Warum juckt er meinen Finger auf einmal so? Also in dieser Richtung, mein Charakter sieht geil aus, ey. Ja. Ihr habt vor mir keine Geheimnisse. Ja, lustig, ich hab schwarze Augen und rote. Oh, zwei legendäre Sachen. Wäre irgendwie lustig gewesen, wenn er irgendwie so seinen Mittelfinger gehoben hat. So, warte mal. So. Legendär 2 anschwert. Minus 93 Schaden. Was ist das denn für eine Abzocke? Sprung benutze ich nicht. Ganz lange aktive Barriere habt. Ich hab sowas alles nicht. Da ist meine Gabel so stark. 1015 Schaden. Das ist nicht schlecht. Versuch also pro Sekunde, die ihr stillsteht, 7 mehr Schaden, bis maximal 30%. Das Schwert sieht aber geil aus, Mann. Ich werde haben. So wie er aussieht. Oh. Das sieht scheiße. Boah. Ich habe jetzt auch hier so ein. Kann man noch mal zoomen. Das wird ein feiner Skin für mich. Sieht aus wie so ein Schwert aus Final Fantasy. Das sieht scheiße aus. Steckt das weg. Blablabla. Ich habe da unten gedrückt. Da teleportiert man sich, glaube ich, ne? Hier geht's aber noch weiter in dem Dungeon, ne? Ja, ich weiß. Aber ich muss mal kurz leveln hier. Ich brauche mehr. Jetzt muss ich hier überall lang. Mehr Stärke. Ich wollte gerade sagen, du hast jetzt gerade den Dungeon verlassen, ey. Ja, deswegen.